Ja, einen schönen guten Tag. 46% der Beschäftigten, also faktisch die Hälfte, bekommen kein Weihnachtsgeld. Und 100% der Sozialleistungsbeziehenden bekommen auch kein Weihnachtsgeld. Bis 2005, also bis zur Einführung von Hartz IV, gab es wenigstens für Menschen, die Sozialhilfe bekommen, eine Art Weihnachtsbeihilfe, durchschnittlich in Höhe von 68 Euro. Als der Hartz-IV-Regelsatz berechnet wurde, von dem auch sich die Mindestrenten ableiten, das sind wichtige Ausgaben, die gerade in der Weihnachtszeit anfallen, als nicht regelsatzrelevant eingestuft wurden, beispielsweise ein Weihnachtsbaum, das Grün für ein Weihnachtsgesteck, aber auch der Kinderpunsch oder der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt gelten als nicht regelsatzrelevant und sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt worden. Wir meinen, natürlich wird es in den Familien ganz unterschiedlich begangen, das Weihnachtsfest. Es gibt unterschiedliche Traditionen und Bräuche zum Jahresende und es braucht mehr als Geld für ein besinnliches Weihnachtsfest. Es braucht Zuwendung und Zuneigung, aber für ein besinnliches Weihnachtsfest braucht es eben auch Geld, denn den Festtagsbraten oder den Festtagsessen, das kann man sich nicht einfach vom Munde absparen in den Monaten davor. Wer mit seiner Familie einen Ausflug machen möchte zum Jahresende, braucht einfach Geld, sei es für die Bahn, um dahin zu fahren oder wenn man dann doch in ein Ausflugslokal einmal einkehren möchte. Auch die Geschenke für die Lieben erfordern etwas materielle Verfügungsgewalt. Und wir meinen, gerade in Zeiten, wo der Stress das ganze Jahr über zunimmt, ist es wichtig, dass man Raum hat für ein besinnliches Weihnachtsfest oder zumindest für eine besinnliche gemeinsame Zeit am Ende des Jahres. Und deswegen sagen wir, es gibt ein Recht auf Weihnachtsgeld für alle. Und damit meinen wir sowohl Beschäftigte wie Sozialleistungsbeziehende, egal welchen Pass sie haben. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise umsetzen. Zum einen wollen wir im Mindestlohngesetz einen Paragraph einführen, wonach es ein Recht gibt, dass alle, die in einem Arbeitsvertrag sind, auch wirklich einen am Ende des Jahres nochmal ein Gehalt kriegen. Das sollte mindestens 50% des sonstigen Monatslohnes betragen, gerne auch mehr. Und zum Zweiten meinen wir, dass im Sozialgesetzbuch festgehalten werden sollte, dass es am Ende des Jahres noch im Anspruch auf eine Art Weihnachtsbeihilfe gibt, die 50% der sonstigen monatlichen Leistung beträgt. Und da ja in der Weihnachtszeit gerne Weihnachtsansprachen gehalten werden, auch von Regierenden. Und in diesen Weihnachtsansprachen wird ja sehr gern an Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe appelliert. Wir finden, anstatt einfach nur an Nächstenliebe zu appellieren, könnte die Bundesregierung hier ein echtes Zeichen setzen und einen handfesten Beitrag leisten für mehr soziale Gerechtigkeit, aber auch einfach für ein besinnliches Jahresende für alle. Soweit zu der Forderung Weihnachtsgeld für alle. Nun zu den weniger besinnlichen aktuellen Ereignissen. Ich beginne mit den Wahlen in Spanien. Die Vollstrecker der Austerität, also der sozialen Kürzung, haben herbe Verluste erlitten und gehen geschwächt aus diesen Wahlen hervor. Wir meinen, der große Verlierer ist Rajoy. Er hat das Geld der Oberschichten Spanien nicht angetastet, währenddessen die Mitte und die unteren Schichten der Bevölkerung in Spanien große Einschnitte in Kauf nehmen mussten und die Jugenderwerbslosigkeit bei 50% lag. Nun ist noch offen, wie die neue Regierung aussehen wird. Fakt ist aber, die linke Opposition gegen die Austerität, gegen den Kürzungskurs ist gestärkter als davor. Und natürlich gratulieren wir Podemos und Pablo Iglesias zu diesem wirklich großartigen Ergebnis. Man hat ja manchmal den Eindruck in der EU, dass es nur eine Richtung gibt, den Neoliberalismus oder schlimmstenfalls dann noch als dagegen den Rechtspopulismus. Es gibt aber eben in Europa auch Entwicklungen, die Mut machen. Und jetzt nach dem Wahlerfolg von Syriza in Griechenland, der mit der Linksregierung in Portugal, nun das tolle Ergebnis für Podemos in Spanien. Und wir meinen, der Kurs der Kürzung Merkels Europa bekommt einen Gegenwind. Und dieser Gegenwind kommt aus dem Süden Europa. Wir finden das ermutigend für unseren weiteren Einsatz für ein soziales und demokratisches Europa. Zum Thema Zukunft des Solis. Die wird ja seit diesem Wochenende wieder diskutiert. Die Union will bisher den Soli ab 2020 abschmelzen. Und Horst Seehofer hat das nun in Frage gestellt. Das war für mich selber überraschend am Ende des Jahres.
Obwohl die Begründung falsch ist, die Seehofer gibt, trifft die Forderung etwas, was die Linke schon seit langem fordert. Wir haben immer gesagt, der Soli ist ein Umverteilungsinstrument. Es ist falsch, wie die Union es lange gemacht hat, als eine Transferleistung von West nach Ost darzustellen. Es ist genauso falsch, wie es Seehofer jetzt macht, den Soli als Transferleistung von Deutschen zu Geflüchteten darzustellen. Der Soli sieht vor, dass diejenigen, die ein höheres Einkommen haben, mehr zahlen müssen. Und insofern ist es eine Umverteilung von privatem Reichtum zu öffentlichen Kassen. Und wir wollen, dass die Länder und Kommunen auch mehr Geld haben für die wichtigen Aufgaben, zum Beispiel um mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen zu können. Der Soli muss bleiben. Das hat die Linke schon immer gefordert. Und je mehr sich dieser Forderung anschließen, umso besser. Zum dritten Thema, die erschreckend zunehmende braune Gewalt. Wenn man die Zahl der rechtsextremen Straftaten beschreiben will, sind Begriffe wie erschreckend hoch nur noch unzureichend. Um nur mal zwei Zahlen zu nennen, es gibt über 1700 Straftaten mit rechtem Hintergrund allein im Monat Oktober. Das bedeutet 55 Straftaten pro Tag. Erinnern Sie sich, es gab noch eine Zeit, da waren mal Hakenkreuz-Schmierereien eine Nachricht wert. Solche Straftaten schaffen es gar nicht mehr in die Nachrichten, weil es so eine Dichte und so eine Zunahme gibt. Und ich finde, dass diese Zahlen alle politisch Verantwortlichen wach machen sollten. Der Innenminister de Maizière hat angesichts dieser Zahlen verkündet, man werde jetzt Straftaten gegen, ich zitiere, Flüchtlinge, Journalisten, Politiker, Helfer und Ehrenamtliche demnächst in einer eigenen Statistik erfassen, damit wir ein noch besseres Bild erstellen können. Also wir haben eine erschreckende Zunahme an brauner Gewalt und das Einzige, was dem Bundesinnenminister einfällt, ist, die Statistik zu differenzieren. Ich finde mal, ein Kabarettist, der sich über den Innenminister lustig machen wollte, hätte es nicht besser darstellen können, als es de Maizière selber gemacht hat. Wir als Linke meinen, angesichts dieser erschreckenden Zahlen muss man jetzt handeln. Das heißt zum einen, dass alle Demokratinnen und Demokraten ganz klar Kante zeigen müssen gegen Rassismus. Denn eine Gesellschaft, wo Rassismus so zum, ja, das kann man ja auch mal sagen, gehört, dann sinkt die Hemmschwelle für spontane braune Gewalt. Zum Zweiten meinen wir, es braucht wirklich antirassistische Bildungsarbeit und auch in den Schulen müssen die Lehrkräfte ermuntert werden, ganz klar Flagge zu zeigen gegen Rassismus. Und drittens meinen wir, es braucht einen Aufstand der Zuständigen. Soll heißen, die Verantwortlichen bei Justiz und Polizei müssen ganz klar sich jetzt fokussieren, was die Aufklärungsarbeit und die Prävention von rassistischer und rechtsextremer Gewalt anbelangt. Zur Situation in der Türkei. Der türkische Präsident Erdogan führt Krieg gegen seine eigene Bevölkerung. Er lässt Panzer aufmarschieren, auffahren. Und infolge dieser kriegerischen Auseinandersetzung kann man sagen, Zehntausende türkische Polizisten und Soldaten sind im Einsatz gegen Kurdinnen und Kurden. Pikanterweise auch gerade jene Kräfte darunter, die als einzige mit sich erfolgreich dem Islamischen Staat in den Weg gestellt haben. Allein binnen drei Tage sind 50 Kurdinnen und Kurden durch die türkische Polizei und durch das türkische Militär ermordet worden. Vor diesem Hintergrund fordern wir als Linke die Bundesregierung auf, ein Waffenembargo gegenüber der Türkei zu verhängen. Wir als Linke sind ja generell gegen Waffen- und Rüstungsexporte, aber selbst wer diese prinzipielle Haltung von uns nicht teilt, kann nicht die Augen davor verschließen, dass die Türkei hier auch schon gegen den NATO-Vertrag verstößt. Denn dieser sieht vor, Waffen, die zur Landesverteidigung geliefert werden, dürfen nicht im Landesinneren gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Es hat bereits mal ein Waffenembargo gegen die Türkei gegeben. Das war im Jahr 1992, damals unter Helmut Kohl. Und wir finden, dieses Waffenembargo muss jetzt erneuert werden. Und abschließend zu dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zu den Obergrenzen. Schwarz-Rot hat es nun schwarz auf weiß, was wir als Linke schon lange vertreten haben. Es gibt ein Recht auf Asyl und das kann man nicht durch Obergrenzen einschränken, denn Obergrenzen, egal wie die Zahl X aussieht, heißt immer, was machen wir, wenn jemand in Lebensgefahr hierher kommt und es ist die Zahl X plus 1 erreicht.
lassen wir ihn dann an der Grenze sterben, schicken wir ihn zurück in den sicheren Tod. Wir als Linke meinen deswegen, Grundgesetz und Bibel stellen ganz klar ab auf die Mitmenschlichkeit und Obergrenzen sind damit nicht vereinbar. Vielen Dank.